Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Forza Horizon. Hier ist unser neuer Ishas Taxi. Ich will dich mit Isha in Kontakt bringen. Sie hat gerade ein Unternehmen gegründet, den schnellsten Taxiservice Großbritanniens. Aber sie sucht nicht bloß einen Fahrer, sie sucht einen Geschäftspartner. Aha. Na, Interesse? Unser eigener Taxiservice, würde ich mal brauchen. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen. Und außerdem bist du Isha eine große Hilfe. Toll, dich zu sehen. Bist du bereit? Isha kümmert sich um die Kunden und du übernimmst das Fahren. Du wirst es lieben. Ich sag es dir. Aha. Oh, und wer bist du? Oh, der Fahrer, den Joel geschickt hat, genau. Also, ich hatte einen Premium-Taxi-Service im Vereinigten Königreich geplant. Weiß Joel, schnell ans Ziel kommen. Aber jetzt mit Horizon hat das Wort schnell eine ganz andere Bedeutung. Daher bist du eingestellt. Hier ist deine erste Fahrt. Ich bin übrigens Isha. Ja, schnell, super. Wie war noch mal dein Name? Ach, egal. Ich rufe den Kunden für dich an. Der erste Eindruck ist entscheidend. Schnell, sauber und freundlich muss es sein. Oh nein, habe ich den Wagen sauber gemacht? Ja doch, ganz sicher. Du fährst ihn zum Festival. Sorge dafür, dass alles reibungslos verläuft. Hey, wie geht's dir? Ich freue mich auf Horizon UK. Ich war ja bei Horizon Australia und das war spitze. Warst du schon mal auf dem Festival? Ja. Nicht gesprächig, was? Schon okay. In Großbritannien war ich noch nie. Ich bin erst gestern Abend gelandet, aber ich denke, der Hauptunterschied zwischen Australien und hier ist, wir sind in allem besser. Ich mochte in Australien das Outback, die Rallyes, die da waren, die habe ich geliebt. Und das Hot Wheels Paket war echt ganz geil. Das hier mit den Jahreszeiten ist auch ganz cool, aber ich wünsche, man könnte die immer ein Auto selber wechseln. Wow, ist das das Festival? Das ist ja riesig. Okay, ich habe nichts gesagt. Zumindest darin habt ihr uns geschlagen, schätze ich. Meine Güte, wie fix ging das denn? Du bist kein großer Redner, aber ein umso besserer Fahrer. Danke dir. Man sieht sich bald mal wieder. Sauerscharf. Alter. So. Round number 2. Wenn es ja eh immer auf Zeiten geht, ne? Deine erste Fahrt war also erfolgreich? Ja? Oh, das ist doch super, oder nicht? Keine Zeit für Pausen. Der nächste Fahrgast wartet. Ist gleich in der Nähe. Ein Wagen sollte auf dich warten. Los, los, los! Ich hab dir den Abholort geschickt. Mir ist es egal, wie du da hinkommst. Mach es einfach. Merske. Alter, dass der eigentlich Renslicks drauf hat. Das ist ja so krass. Aber ich sollte nicht mit ihm abkürzen. Yeah.
verarsch mich nicht, Mann. Puh, alles klar. Parken, warten, durchatmen. Oh nein, oh nein, nein, nein. Unser nächster Fahrgast ist ein Taxifahrer aus London. Sei einfach schnell und professionell und widersprich ihm auf keinen Fall. Ich habe die Route in deinen Computer eingegeben. Das klappt doch gut. Ich kann sie festlegen, ohne dass wir uns um Straßennamen oder sowas sorgen müssen. Weißt du, zu meiner Zeit war Taxifahren kein Beruf, sondern Berufung. Heute ist das alles Smartphone hier und Touchscreen da. Hm? Und du mit deinem Navi. Bring mich doch mal zum Hythe House. Bisschen schnell, meinst du nicht? Also, ich würde das in dem Tempo durch den Londoner Verkehr schaffen. Aber ich bin ja auch geschickt und erfahren, nicht wahr? Tja, siehst du, da hättest du abbiegen müssen. Was sag ich? Dieser technische Schnickschnack ist nichts gegen Wissen und ein gutes Gedächtnis. Oh, Moment. Okay, wir sind wohl doch richtig. Vor allem sagt er das, wo ich hier auf dieser Straße gefahren bin, die so abseits ist. Ich weiß nicht, ob die Abkürzung jetzt schneller oder? Ich hätte wahrscheinlich hier drauf fahren müssen, wenn ich einfach schneller gewesen. Ist das Hythe House? Und in dieser Zeit? Das soll mich doch... Tja, war's gar nicht so übel. Wenn du mal in London bist, dann mach mir bloß keine Konkurrenz, okay? Ja. Zweiter Gast, auch zufrieden. Ja, so muss es laufen, ne? Hör mal dieses Gewitter, ey. Aber die Insel ist auch schon geil gemacht, das muss ich nicht. So. Next Kette. Ich fass es nicht. Unsere letzte Fahrt wurde negativ bewertet. Viel zu schnell und rücksichtslos. Keine Konversation. Null Sterne. Oh, was der sich erlaubt. Naja, scheint der Nachfrage aber nicht zu schaden. Ich wollte die Effizienz verbessern. Deshalb habe ich auf der Horizon Automesse mit einem jungen Mann namens Jamin geredet. Er wirkte ganz nett. Daher habe ich ihn Änderungen am Wagen vornehmen lassen. Ich weiß nicht welche. Sag mir Bescheid, wenn du einen Unterschied feststellst. Ja, wir haben jetzt dicke Geländereifen drauf. Warte einfach hier, ich schreibe dem Fahrgast. Halt, warte. Oh nein, der Fahrgast will einen Fahrer, der wie ein Verrückter fährt. Du weißt, wie das geht, oder? Oh, die steht also auf Verrückte. Hey, ich muss zu einem Haus in Derwent Water, bitte. Der erste Tag und die erste Nacht beim Festival waren klasse. Jetzt wird es Zeit für die Afterparty. Ich weiß nicht, warum ich da zurückgesetzt werde. Ich muss zu einem Haus in Derwent Water, bitte. Der erste Tag und die erste Nacht beim Festival waren klasse. Jetzt wird es Zeit für die Afterparty. Au, du bist nicht der Fahrer mit der schlechten Bewertung, oder? Ich hab gehofft, dich zu kriegen. Zu schnell, zu abgebrüht und auch noch Schweizer. Perfekt für eine Londonerin. Auf geht's! Thank you.
Das gibt's doch nicht. Aber es wäre fast schlau gewesen, ich wäre hier auf der Hauptstraße geblieben, ey. Nur als Randinfo. Vielen Dank. Ich wünsche dir ein tolles Festival. 1,49 Euro. So, ich gebe dir mal 5 Sterne als Bewertung. Aber nur, weil es keine 6 gibt. Oh, Alter. Closer Shit, ey. Wow. Okay, wir haben schon wieder bei 17 Mille. Das ist schon mal wieder positiv. Next round. Wieder normal oder immer noch Geländefähig? So viele Fahrten, so viele Kunden. Ich würde ja jemanden einstellen, der mir hier hilft, aber dann hätte ich nur mehr Zeit, wegen anderen Sachen in Panik zu geraten. Irgendwoher kommt mir diese Stimme so bekannt vor. Hier ist einer. Ich habe den Abholort bestimmt. Er liegt draußen auf dem Land. Also die anderen Reifen haben mir besser gefallen, da hatte man deutlich mehr Grip. Draußen auf dem Land. In der Nähe ist vorher ein Festival, okay. Das Taxi schafft über 300. Spitzkehre links! Jetzt der Fahrgast. Oh, los, mach schnell, bevor es anfängt zu regnen. Ich habe deine optimale Route berechnet und sie an dein Navi geschickt. Regen. Es ist ja nicht so, als hätte mit ich Slicks. Nicht schon genug andere Dinge zu tun. Oh, alles in Ordnung? Ich bin klitschnass. Danke der Nachfrage. Jetzt bematsche ich dein schönes, sauberes Auto. Oh. Bitte fahr mich einfach heim nach Broadway, ja? Thank you.
denke mal, die Abkürzung hat uns schon einiges gebracht. Weißt du, was witzig ist? Da, wo ich herkomme, regnet es ungefähr 150 Tage im Jahr. Und wir sind trotzdem jedes Mal überrascht. Ich gehe jetzt rein, trinke eine Tasse Tee und nehme ein langes heißes Diesmal hatte ich Bad. Etwas mehr Platz. Danke, das ist Zeit. Rettung. Genieß das Wetter. Wenigstens dir macht es Spaß. Naja. Oh Gott, na man niesen muss, ey. Oh. Next round. Also, obwohl wir viel mehr Fahrgäste haben, als wir transportieren können, meinte mein Freund Joel Carter, dass wir ein bisschen Werbung brauchen könnten. Er hat sie für uns organisiert. Wie nett von ihm. Er will mir nicht verraten, wie genau sie aussieht, aber er besteht auf dich als Fahrer. Hauptsache, ich soll mit meinem eigenen Auto hinfahren und ich habe einen Driftcar dabei. Moment, Joel hat geschrieben. Ich? Oh nein, das ist kein gutes Zeichen, wenn er mich so nennt. Ich habe eine Cross-Promo mit meinen Weltschnellsten gestartet, um die schnellste Taxifahrt der Horizon-Geschichte zu verlosen. Dafür ist halt ein Driftcar da, ne? Geländefahrer. Ein Horizon-Fan aus den USA. Keine Sorge, dein neuer Fahrer packt das. Danke für die Fahrt. Ich weiß, das ist seltsam und es ist nicht weit, aber ich bin wegen des Festivals hier und ein Fan von Beschleunigungsrennen, seit ich denken kann. Alter, also, was für breite Schlappen bei diesem Druck sind. Horizon ist schon was, nicht wahr? Ich kann es kaum abwarten, zu Hause allen davon zu erzählen. Aber das hat noch Zeit. Noch bin ich nicht fertig mit dem Festival. Danke dir und Joel und allen. Was? 2 Sterne. Ich kann es kaum abwarten, zu Hause allen davon zu erzählen. Das war doch mal eine coole Taxifahrt, ey. Solo, wie viele Kapitel haben wir denn noch? 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Unter 4 Minuten. Das kann auf jeden Fall hart schwer sein. Okay.
glaube, das nächste machen wir noch. Weil das letzte, wenn ich das verkacke und neu machen muss, Gott sei Dank, eine einfache Fahrt. Das Auto des Fahrgasts ging kaputt und du sollst den Gast heimfahren. Okay. Hier ist der Abholort. Das sollte sich nach der letzten Fahrt was wie Urlaub anfühlen. Nur um das klarzustellen, du fährst nicht langsamer und hast keinen Urlaub. Ich sag mal so, also die letzte Fahrt war die geilste bisher. Hier, der Fahrgast sollte in der Nähe sein. Du musst dir wegen des Wagens des Kunden keine Sorgen machen. Ich habe den Abschleppdienst gerufen. Er holt ihn gleich. Oh, da fällt mir ein, der Kopierer ist kaputt. Das heißt, dass ich die Rechnung selber ausdrucken muss. Was heißt das, ich... Das soll dich aber nicht kümmern. Da ist der Fahrgast. Fahr los. Alright. Vielen Dank, aber wie bist du so schnell hergekommen? Wusstest du schon vor mir, dass mein Auto eine Panne haben würde? So ist das doch immer. Man möchte irgendwo hin und schon geht ein Lämpchen an und das Auto streikt. Ja, hätte man zu gut, ne? Als würde es wissen, dass man schnell irgendwo hin muss und dann gegen einen arbeiten. Du glaubst nicht, dass das so ist, oder? Nein, natürlich nicht. Fantastisch. Vielleicht sollte ich Ishas Taxis in die Kurzwahl speichern und mein Auto loswerden. Es ist ohnehin ein Schrotthaufen. Ja, eine Möglichkeit. So. Damit hätten wir das auch noch geschafft. Oh. So geil. Ich feier den immer noch hart. So, noch einen Respin gekriegt und was kriegen wir da raus? 10.000. Alles klar. Das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.